Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Stappenbach in unserem Challenge-Projekt mit dem lieben Randy 6 Netzplayer und dem Werner von den Burning Gamers. Hallo, guten Tag. Jo, so, sehr schön. Gut, Achtung, Achtung, ich würde Raps verkaufen. Wer Raps hat, sollte sich anschließen. Hab keinen Raps, viel Spaß. Gut. Danke. Ich muss kurz meine Rechnung bezahlen oder fragen, wie viel. Oder warte. Stimmt. Och, nee. Was ist denn los? Ach, diese KI. Schwillig. Magst du den nicht? Nee, die mag ich nicht. Gerade nicht auf solchen engen Straßen. Gerade wenn sie dann noch um Kurven fährt. Oh, nee, du. Och, nee, du. Die hat nur 3 Meter, das ist ja eine Katastrophe. Was hat nur 3 Meter? Die Seemaschine. Ja, 3 Meter Seemaschine ist halt hier schon ein absoluter Totschuss, ne? Ja. Oh, Alter. Was war denn das jetzt? Oh, die haben wieder gekauft, die sehe ich ja. Kaufen da wie die? Oh Gott! Ja, ich habe auch Spaß hier, ne? Hm. Ich überlege. Weil ich bin auch die ganze Zeit am Grübeln, wie machst du das? Wie kannst du da was rausholen und hier und da und. Ah. Wen kannst du oben? Jo. Ich sehe gerade, das Feld ist abgeerntet. Jawohl. Alles was? Fertig. Okay, super. Wie lange hat es denn gedauert? Was bekommen Sie? Mit Anfahrt waren es 45 Minuten ziemlich genau. Das wären dann 150 Euro zu überweisen, bitte. Sehr schön, danke. So, ist da? Ja, müsste drauf sein. Passt. Dann danke ich vielmals und ja, wünsche einen schönen Tag, ne? Wenn es wieder klappt, auch. Ich melde mich. Jawohl. Dann. Spaß hier ist der ernste Dude. Absolut. Ja, der ernste ist tot? Nicht der ernste ist tot, Leute, macht keinen Scheiß! Der ernste ist tot, ne? Oh, wann ist denn deine Beerdigung? Oh nee, du. Oh, ich war blöd, der ernste ist tot. Macht man, glaubst du da jetzt? Oh nee. Renni? Nee. Ja, bitte. Achso, nee, halt, bevor Sie Ihre Ansage machen, ich verkaufe auch Weizen. Ja. Weizen, ja. Hast du mir ein Angebot? Für eine Dienstleistung? Für eine Werner-Dienstleistung, nur kommt drauf an. Die sind aber teuer. Ja, dann hauen Sie raus. Kannst du Gras ansehen? Alter. Nee, ich glaube, das kann die nicht. Nee, das kann die Große nicht. Also ich guck gleich nochmal, warten Sie mal, wenn ich mich ja kurz irgendwo abstelle. Aber das dürfte die in der Regel nicht kennen, weil die Idee hatte ich auch gehabt damals, aber... Ja, jetzt musst du die erstmal finden, den Millionen Objekten hier, ne? Ja, das stimmt, da ist einiges dazu. Och, jetzt kaufen die schon wieder, ich war blöd. Alter! Gibt gleich ein Verkaufsembargo hier. Ne, das kann sie leider nicht. Kann ja Weizen, Gerste, Raps, Soja... Ölrettich, Mais, Sonnenblumen, Rüben anbieten. Ganz kurz, warte. Sag nochmal, Weizen, Gerste, Raps. Weizen, Gerste, Raps, Ölrettich, Sonnenblumen und Rüben. Sojabohnen auch nicht? Und Sojabohnen, ja. Sojabohnen kannst du ansehen? Yep. Na gut, Sojabohnen ist auch nicht so verkehrt, ne? Es muss vorher gegrubbert werden, ne? War keine... Ja. Grubbern und Dings. War keine Direktsaat. War keine Direktsaat, 42. Das sind irgendwelche Einnahmen von Ernte da, wenn gehört denn das? Ja, meine Wenigkeit, okay. Danke. Ich wollte nur sagen. Wollt's nur erwähnen, es tut mich leid. Feld 79 ansehen, ich würde es schnell grubbern. Grubbern sagst, ne? Ja. Ich grubber mal und dann würde ich dir Bescheid sagen, wenn du das machen würdest. Ja. Na klar würde er das machen. Ja, logisch, ne? Ich muss hier eine andere Möglichkeit finden, meine Mofo umzulenken.
Das geht so einfach nicht. Zu eng, oder was? Es ist einfach zu eng. Ich krieg den nicht rum. Gibt's gar nicht. Das ist ja ein Mist. Ja, aber gut, das Schneidwerkssagen ist doof, das weiß ich. Nee, nee, das ist jetzt nur Traktor mit Anhänger. Das ist natürlich nicht schlecht. Mhm. Ja, hört doch mal auf zu hupen hier, meine Güte. Wer hupt schon wieder rum? Ja, das Elu hupt schon wieder rum, ist so ein Wahnsinn. Ey. Meine Güte. Kein Zeit hier. Ach, alle im Stress, es ist schlimm. Absolut. Ach, ich habe gerade ein fettes Grinsen am Gesicht, ey. Alter, warum? Dafür müsstest du meine Folge gucken. Du Schlingel, was hast du gemacht? Was hast du? Viel. Was hast du gemacht? Alles gut, alles gut. Boah, jetzt geht das. Ey, soll ich doch mal was sagen, wer, ne? Das Lager ging vorhin bei mir, jetzt geht's wieder nicht mehr. Das ist aber komisch. Das ist eine Katastrophe. Welches Feld würdest du? Hast du einen Reibach gemacht oder was? Was ist ein Reibach? Hast du viel Geld eingenommen? Ein Reibach machen ist so ein Sprichwort für, ja, hast ein gutes Geschäft gemacht. Doch, ich war zufrieden, ja. Welches Feld würdest du, Tine? Hi, Randy. 79. Ach, jetzt geht's wieder. Komisch. Mein Lager ist ein bisschen crazy. Mal mag's, mal nicht, ne? Das ist ja ein kleines süßes Feld. Ja, ja. Das ist tatsächlich etwas süß. Aber du kannst kein Gras ansehen, das ist mein Problem, sonst... Nee. Aber sollen wir trotzdem Soja dort ansehen, oder was? Da muss Soja drauf. Begeisterung, aber Soja drauf, du. Ach. Ah, Soja. Nicht anders. Das können wir machen, das können wir machen. 500. Was? Bei welches Feld? Sorry. Ja, 79. Das ist echt Mini. Na, okay, na gut, das ist ja. 500! 500! Das ist die Arbeitszeit, was das System vorgibt und das Mittel Saat geht. Da mache ich jetzt kein großes artiges Plus. Naja, was soll ich machen ohne Sämaschine, ne? Hast du keine Sämaschine mehr? Nope. Hatte ich schon eine? Nee, das erste Mal hab ich Show bei dir gemacht. Ah jo, stimmt, ja. Kann ich mich erinnern. Hätte mich jetzt, weil, wenn ich jetzt eine gehabt hätte. Das ist die Idee, die ich hätte machen können. Was? Da, wo ich jetzt stehe, reinzufahren. Das ist. Wie soll man sagen? So. Sieht aus wie ein Wohnviertel, ist auch ein Wohnviertel. Aber ich glaube, wir haben noch nie so eine große Saatmaschine gesehen. Nee, weil die Saatmaschine ist größer wie der Rohbau. Hab sich gerade erschrocken, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Okay. Werner, warum hast du einen Reibach gemacht? Was hast du verkauft? Alles gut. Gut, an dieser Stelle muss ich einfach mal meine 30 Sekunden nutzen. Bis gleich. Vor allen Dingen 30, 20 Max. Also ey, meine Max 30, Entschuldigung. Max 20. Ja, Mann. Hat mir nicht gesagt 20, aber allerhöchstens 30? Ach ja. Kannst auch 30 nehmen. Du bist sowieso mehr bei Melu als wie bei uns, weißt du? Was? Gar nicht. Ja. Randy, die haben schon vereinbart, oder? Es wird ein Zweierprojekt hier. In drei Folgen zwei Aufträge an Selu gegeben. Achso, okay. Ist ja nicht viel. Okay, 20 Sekunden, ja? So, Leute, ich will erstens wissen, was er gemacht hat. Zweitens, ich habe den Plan, die 117 als Grasfeld zu machen.
und dann Grassamen zu ernten. Und mal gucken, vielleicht noch ein bisschen Silage rauszubringen, wenn nicht halt für die Schweine, was auch immer. Dann das nächste ist, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was der Renner vorhat. Ich will wissen, was der vorhat. Schreibt es mir in die Kommentare. Bitte, 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 bitte. Und was Renny vorhat. Ne? So. Und wenn ihr es mir nicht glaubt, die Leute schreiben es euch dann trotzdem unten drunter, ne? Da finde ich auch gut, dass die Leute bei allen die Folge gucken. Ist richtig, ja. Martin, wenn du jetzt gesagt hast, ne? Vielleicht gibt es auch mal exklusive Rabattcodes, man weiß es ja nicht. Wenn du jetzt gesagt hast, oh, geh doch mal zu Werner, guck nach, was der gemacht hat. Das wäre fies. Ich glaube es ja nicht ernsthaft, dass ich sowas sagen würde. Nein. Oh, wir haben uns ein bisschen über Gott und die Welt unterhalten. Ja, finde ich, muss man auch mal sein, ne? Besten ja. Gespräche sind nur mal Selbstgespräche. Und das sind 30 Sekunden. Hat man sonst noch mit Freezy. Was, alle Themen durch? Ja, ja. Leute. Ach ja. Leck, Alter. Ja, das Leck hat mich gerade die Vorderrad an der Laterne gekostet. Mann, 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 was machen die, ey? Ja, die bauen sich hier ein Imperium auf, ne? Wir können auch gerne für die letzte Folge mal einen Kaufshop reinmachen. Die sollen ruhig die Geräte auch mal benutzen, die sie gekauft haben. Ich habe vorher gesehen, weil ich gerade beim Händler war, habe gesehen, okay, die haben eine Premos gekauft und haben kleine Bäder davor gespannt. Ich dachte, yo, Jungs, läuft bei euch, ne? Ja, wahrscheinlich nur zum Transportzwecken oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist der ein bisschen handlicher, der kleine MP-Truck. Ja. Wahnsinn. Also tatsächlich macht mein MP-Truck hier komische Geräusche. Ja gut, der hat aber schon immer gemacht, ne? Also. Ja, der stottert ein bisschen. Er stottert leicht. Tja, kann man nichts machen, ne? Ja. Also schon das beste Öl drin, was es gibt und alles, aber... Vielleicht ist auch nur so eine Phase, weißt du? Naja. Hat er schon die Aufnahmesession, die Phase. Also. Und alle hopp. Aber das ist kein Problem. Ich krieg das hin. Da ist da drüben kommt ein Verrückter mit einer großen Seemaschine. Das bin nicht ich. Das kann nur Randy sein. Wow, lol. Aber du fährst nicht über mein Angesehenes, oder? Nö, 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 da achte ich schon drauf. Nö, nö. Die dicken 50er Spuren im Feld. Nö, nö. Nö, nö. Alles gut. Kannst froh sein, dass die erste Stufe ist, weil sonst wärst du tatsächlich drüber gefahren. Ach. Ist mein Feld eigentlich schon reif? Ich glaube nicht. Wo zur Hölle hast du hier gegrubbert? Ja, bin dabei. Du hast dich mal angefangen. Ja, ich bin dabei. Der Wille war da. So. Sag mal, hast du nur einen Traktor? Ja. Wow. Ja, ohne Helfer macht das auch Sinn eigentlich, ne? Wie ist der Plan von Randy? Kann mir das jemand erzählen? Randy hat keinen Plan. Ich glaube ihm das. Wenigstens einer. Okay. Ich glaube, Randy, ja. Das spielt einfach darauf hin. Vielleicht, ist das auch, vielleicht machen wir uns einfach viel zu viele Gedanken, Tino. Weißt du? Ich denke, der... Ja, nee. Ach, wir zwei? Ja. Ja, das kann sein. Das stimmt tatsächlich. Ich zerbreche mir tagelang den Kopf. Das Problem ist... Die Zeit reicht nicht aus. Ja, gut. Aber... Was ist denn Season Grober? Ja, der macht auch sein Zeug. Er klappert auch ab und zu. So. So. So, ich werde mich mal ganz kurz muten, ne? Machen Sie das mal. Irgendeiner ist hier auf der Hube eingeschlafen. Ich nicht. Oder? Ich bin im Shop drin, deswegen. Ja, du hast einen Dauerhuben, glaube ich. Ja. Jetzt nicht mehr. Wenn überhaupt. Verdammte Axt. Hallo. Das war auch mal Werbung für einen eigenen Merch, oder? den hast du ja gerade gemacht für mich. Alles gut. Achso. Wunderbar. So. Ja, ich habe nur die weiteren Schlachtpläne erklärt. Aber es ist halt so, ne, die Leute wissen es einfach Bescheid bei mir. Also das ist ein Selbstläufer hier. Oh,
Da hat einer schlecht geschlafen. Oh ja, ich bin mit einem Schlag müde geworden. Wo seid ihr denn gerade hier unterwegs? Ah, okay. Ich wollte, dass der Herr fertig ist. Werden eigentlich Stehzeiten auch verrechnet? Also. Wenn, ja. Er muss ja nicht hier rumstehen. Okay. Kann ja auch Nase popeln, meinst du? Ja. Ich würde echt gerne vorbeikommen bei euch auf dem Trädchen, ne? Aber ich habe keine Zeit leider. Ja, ja, wir hätten auch keine Zeit dafür mit dir, das. Auf was willst du vorbeikommen? Ein Trädchen. Achso, so ein Dratsch oder wie? Ja, genau, ja. Ah, ja, okay. Aber, ja. Nur ein kleines, deswegen Trädchen. Hm. Nee. Nicht? Ja. Vielleicht sorry. Nächste Woche, ne? Also, wenn wir hier fertig sind, dann gerne, aber so ist leider gar keine Zeit aktuell. Boah, hier läuft eine Suppe runter vom Komposter, ob das umweltgerecht ist, so. Lass mal bitte den. Ich weiß auch nicht, was du schon wieder auf meinem Land machst. Mach ich nicht. Ich habe halt meinen Hof neben deinem Grundstück. Was soll ich machen? Nicht immer auf mein Grundstück fratzen. Ja. Wieso der neugierige Nachbar? Hat. Würde ich nie machen. Oh, leck. Der Komposter. Ich dachte, es geht schon in den Rückwärtsgang wieder ran. Da würde langsam nicht mehr fallen. Renny, die Breite dann fast. Naja, gut, einmal vor zurück ist fertig. Ist fertig, ne? Du willst jetzt wirklich für einmal vor und zurückfahren 500? Das ist die allgemeine Verkehrskontrolle. Dings, ne? Die allgemeine Arbeitszeit plus Saatgut. Gut, da will ich 500 dafür haben, ja. Da, 500 hast du noch das ist hast doch du noch nicht. Eine Sekunde. Hab auch zur Not noch eine Sekunde, ja. Das ist gut. Willst noch eh mal fahren, ne? Naja, ich würde ganz gerne fix vor zurückfahren und würde dann gleich nochmal düngen, dann ist es fertig soweit. Achso. Hm. MB-Drag macht das ja spitzenmäßig. Ich weiß noch nicht so richtig, warum ich mir dieses Feld hier gekauft habe. Das ist jetzt nicht so. Nicht das Schönste, nicht das Beste. Was macht das LU hier? Achso, toll. Hast leider den Standort neben LU, deswegen hast du das Feld. Ach ja, hast auch wieder recht. Kurze Wege sind immer entscheidend. Ich werde. Das ist. Ja, es ist für das LU auch am lukrativsten, wenn sie einfach kurz nur um die Ecke fahren müssen. Ja, aber wichtig. Ich hoffe, dass es darum nicht billiger wird bei dir. Nein, aber es ist wichtig, sich als äußerst lukrativer Auftraggeber rauszukristallisieren. Beim LU. Immer diese Wortwendung. Mit einem stotternden MB-Trag. Naja gut, das ist ja die andere Seite. Also. Mit zwei Auspuffrohren, die qualmen wie die Pest. Also Euro 6. Ja, Euro 6, Mann, Standard. Euro 6. Ist ein Diesel-Software, ist ein VW-Software drauf. Die geht halt unter Leistung, kommt halt ein bisschen mehr raus. So. Gut. Den Hammer geklärt hier. Das ist sehr liebensgewürzig. Liebensgewas? Liebensgewürzig. Oh, wow. So, jetzt kannst du aber direkt hinter mir loslegen. Also wirklich jetzt 500 für einmal hin und zurück? Wow. Ja, 500 für einmal hin und zurück. Also bei mir gibt es solche Preisverhandlungen nicht, ne? Also. Ne, das war keine Verhandlung, das war nur nochmal die Vergewisserung. Ach. Ja. Manchmal höre ich schlecht. Ja, ja. Wenn ich den ganzen Tag im tröteten MB-Takt sitzen würde, würde ich auch schlecht hören, glaube ich. Das stimmt allerdings, da brauchst du wirklich Kopfhörer da drin. Sag mal, düngt der das so fleckig oder was ist hier los? Synchronisiert er das nicht? Weil ich ja ein wirklich netter Mensch bin, ne? Erzähl mal. Hier will ich euch jetzt nochmal ganz kleinen Tipp. Okay. Der Händler schließt bald. 19 Uhr oder was? Weiß ich nicht, 19 oder 20, aber wie gesagt, der ist wirklich, also, der ist zu, ne? Da ist nichts mehr mit irgendwie was holen, da ist zu. Volle Sonne Sojabohnen, René. Ja, ja, muss gerade Frage, wollen wir über die Nacht die Zeit etwas hochnehmen oder auf 5 weiterlaufen lassen? Wäre jetzt schlecht für mich, muss ich sagen. Na gut, die Nacht beginnt ja jetzt nicht 18 Uhr, sag ich mal. Also du sagst, beim Händler ist bald finito. Da ist, ja. Da ist so zappenduster, da geht gar nichts mehr. Hm. Ich muss mal blöd fragen, wie sind denn die fort?
Den ich hatte, der war eigentlich ganz nett. Der Leistung aber entsprechend? Die sind nicht schlecht. Ja, ich glaube schon. Also die sind wirklich nicht schlecht. Aber viele kannst du halt nicht aufrüsten. Ne? Aber ich glaube, deswegen haben wir da tausend. Sag ich dir ehrlicherweise, ich glaube, die sind eher langsam. Also guck mal auf die Geschwindigkeit, maximal 30. Ja, die sind eher langsam. Aber von der Power her, ja klar. Mit den Fiat tun wir uns keinen Gefallen, hast du gesagt? Kannst ihn gerne testen, aber ich würde ihn nicht nehmen. Ja gut, testen ist halt schwierig ohne Mieten, ne? Naja. Sag mal, habe ich den 638 Spezial gekauft? Oh, Tatsache. Da habe ich auch richtig Geld investiert, lol. Ja, am Anfang waren noch sehr üppige Zeiten, ne? Ja, ja, aber von der Million ist hier echt nicht viel hängen geblieben, du. Ja, bei mir auch nicht. Gut. Tja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es euch erklären soll. Aber ich müsste noch mal kurz hoch. Wie ist der Folge noch? Glaube ich weniger. In dieser nicht mehr. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut bei den anderen vorbei. Alles in der Endcard oder in der Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.